So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, das letzte Mal, ja, wir sind auf unserer Normandy stehen geblieben, weil wir ja gerade diesen großen Hauptauftrag abgeschlossen haben mit der Matriarchin Benesia, die ja irgendwie die Rachni befreien wollte, die wir dann aber befreit haben, weil sie meinten, sie sind ganz lieb und machen nichts. Und ja, Liaras Mutter ist dabei leider verstorben. Naja, unsere Suche geht weiter nach Saren und den ganzen Verschwörungen und Geth und so weiter und so fort. Aber wie das nach jeder Hauptmission so ist, laufen wir erstmal wieder durch unser Schiff und reden mit unseren Leuten, weil es gibt immer wieder was Neues zu erzählen. Und außerdem müssen wir immer noch die Ashley Williams klar machen. Und ja, da müssen wir halt noch arbeiten, ne? Ich bin froh, dass Noveria hinter uns liegt. Ich weiß gar nicht, was übler war. Die Kälte oder diese Unternehmen? Man friert sich dort die Eier ab oder kriegt sie gleich als unfreiwillige Organspende abgeschnitten. Bei allem Respekt, Commander. Hast du sehr schön gesagt. Aber ansonsten hat er, glaube ich, nichts. Ich drück mal das hier. Ich möchte über meine Crew Bescheid wissen. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ich weiß schon, worum es geht. Sie haben sich über mich informiert, nicht wahr? Ich werde Ihnen das Gleiche erzählen wie dem Captain. Sie wollen mich als Piloten. Warum war ich wohl der Erste? Ja. Das kennen wir schon alles, deswegen drücke ich es gerade weg. Ich muss gehen. Bis dann. Okay, also er hat nichts Neues zu erzählen, außer dass er sich freut, dass wir zurück sind. Nach draußen schauen? Ah ja, hat mal wieder nur Codex-Eintrag gegeben. Ja, den Codex, den ich mir nie durchlese oder durchhöre, obwohl man da sich wirklich gut informieren kann über Sachen, die man halt noch nicht kennt. So, dann gehen wir mal weiter zu unseren anderen Crewmitgliedern. Joker wäre jetzt abgehakt. So, wen haben wir denn noch hier oben alles? Genau, der Kaidan steht da noch, mit dem ich am unliebsten rede. Na, wie geht's? Brauchen Sie was, Commander? Okay, er sagt gar nichts, deswegen müssen wir ein bisschen nachhaken. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Naja, Sie wissen von dem Maulkorb, der Ihnen vom Rat verpasst wurde. Okay, was für ein Maulkorb? Und wie denken Sie darüber? Sie stehen auf Ihrer Seite. Sie regen sich auf über den Widerstand, auf den wir stoßen werden. Besonders von unserer Seite. Ich könnte besser damit umgehen, wenn mein Kopf endlich aufhören würde zu brummen. Das L2 muckt schon wieder. Ja, das ist so ein Problem. Das ist zur Erinnerung, der hat ja so ein Implantat drin, weil er ist ja ein Biotiker. Die können hier mit ihren komischen kinetischen Kräften da und das hat er zwar dann injiziert bekommen. Allerdings hat das ordentliche Nebenwirkungen, wie dass er dauernd Kopfschmerzen hat. Dann können wir mal fragen, ob er nachrüsten kann. Haben Sie mal daran gedacht, sich nochmal unter das Messer zu legen? Vielleicht für ein Upgrade? Nein, danke, Commander. Ein falscher Schnitt und man erinnert sich nicht mal mehr an seinen eigenen Namen. Die L2 sind sowieso besser. Meine Fähigkeiten würden sich mit schmerzfreien L3 verringern. Und es muss schon einiges passieren, bis ich mich in der Connetics-Filiale ausliefere. Na dann. Ich habe lange nichts von Connetics gehört. Ja. Die sind sang- und klanglos verschwunden. Nachdem sie das Training auf Jump Zero versaut haben, sind sie in mehrere kleine Firmen aufgespaltet worden. Nach dem ersten Kontakt bekam Connetics den Auftrag, E-Zero-Belastungen nachzuverfolgen und Implantate für Menschen zu entwickeln. Sobald wir eine Botschaft auf der Zitadelle hatten, konnte Connetics Experten einbringen, anstatt es langsam anzugehen. Puh, das ist wieder sehr viel Input zu einem Thema, das wir noch gar nicht kennen. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Ich frage einfach alles nach. Gibt es einen Grund, warum wir das nicht auf eigene Faust hätten erlernen können? Sie wussten nicht, wo sie anfangen sollten. Himmel, es hat mehrere Jahre gebraucht, überhaupt die Verbindung zwischen Biotiken und E-Zero herauszufinden. Sie konnten von den Kids nicht erwarten, dass sie Dinge ins Rollen bringen. Sie waren vollends damit beschäftigt, sich nicht die Knochen zu brechen. Und die Wahl ihrer Lehrer war auch nicht gerade hilfreich. Das ist ja immer das Problem bei Lehrern. Ja, was er immer sagt mit E-Zero, das ist ein Rohstoff, Element Zero heißt das, glaube ich, den kann man auch in den nächsten Teilen finden. Ist, glaube ich, sehr selten. Die einzigen Experten hätten Aliens sein können. Exakt. Turianer, um genau zu sein. Aus dem Grunde behandelte Connetics das auch vertraulich. Sie hatten Angst davor, was die Leute daheim darüber denken könnten. Die Turianer um Hilfe zu bitten, wo wir doch gerade erst einen Krieg mit ihnen beendet hatten. Ja, ich habe aber auch zuerst an die Asari gedacht. Asari machen sich besser als Lehrer, oder? Ich meine, die sind ja auch relativ friedliebend. Glaubt man jedenfalls.
Die Asari hätte man eher akzeptiert als die Turianer. Ja, aber die Firma ist nicht den Weg über die Zitadelle gegangen. Das hätte die Erde schwach aussehen lassen. Daher heuerten sie einfach insgeheim einige turianische Söldner an. Na toll. Ich frag mal, ob er einen fiesen Lehrer gehabt hat. Haben Sie sich die Knöchel einige Male poliert, Lieutenant? Ja, das könnte man so sagen. Unser Trainer war ein Turianer namens Commander Vernus. Ein echter Schinder. Er hatte eine Art Freifahrtschein, uns zu brechen, wenn dann aus uns ein passabler Biotiker würde. Von da ab schaukelte es sich irgendwie hoch, Commander. Hört sich so an, als hätte er es nicht leicht gehabt. Aber, naja, eventuell hat es ja gefruchtet, wie es das schon schön steht. Dafür sind Sie ein verdammt starker Biotiker. Irgendwas muss er richtig gemacht haben. Ich bin da, wo ich bin, weil ich es in die eigene Hand nahm. Gut oder schlecht, das habe ich mir zu verdanken. Und das trotz Connetics. Ist ja auch egal. Das ist Schnee von gestern. Ich habe es vor langer Zeit überwunden. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern, Commander. Wir sind hier, um Geschichte zu machen, nicht um sie aufzuwärmen. Seht ihr, das meine ich. Der will sich einfach nie unterhalten und versucht einen immer abzuwimmeln. Aber ich frage ihn noch nach seinen taktischen Einschätzungen. Was denken Sie über die letzte Mission? Die Ermordung von Sarens? Was war Benesia eigentlich? Stellvertreterin? Beraterin? So oder so, es sollte ihn ein wenig zurückwerfen. Aber ich bin mir sicher, dass sich Dr. Zoni elend fühlen muss. Die Arme. Die eigene Mutter töten zu müssen. Das heißt Tassoni immer noch. Und ich glaube, die kann das ganz gut ab. Aber was sagt er denn zur Rachni-Königin? Was denken Sie über die Rachni? Ganz unter uns? Wenn wir die Wahl gehabt hätten, hätte ich es ganz schnell dem Rat überlassen. Wir waren während des Rachni-Krieges nicht hier. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns einmischen sollten. Ja gut, wo er recht hat, er recht. Das ist ja schon ein paar tausende Jahre her. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Ja, der hat uns ja wirklich viel erzählt. Viel über seine Vergangenheit. Ich glaube, die kannte ich sogar noch gar nicht, weil ich diesen Weg in der Konversation noch nicht gegangen bin. Das ist halt auch immer so das Ding, dass man dann ab und zu tatsächlich immer neue Dinge erfährt. Wenn man andere Sachen mal ausprobiert, anspricht und so weiter. Hallo Dr. Chakwas, wie geht's dir? Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Okay, die hat nichts Neues zum Labern. Oh Gott, was war denn jetzt gerade mit der Steuerung los? Aber hier müsste auch noch die Lehrer sein. Ja, da sitzt sie. Wenn Sie hier sind, um über Benesias Tod zu reden, können Sie sich die Mühe sparen. Sie hat sich das selbst zuzuschreiben. Na, ich hab doch gesagt, sie kommt da gut drüber weg und ich stimme ihr einfach mal zu. Vielleicht ist sie jetzt letzten Endes besser dran. Vielleicht. Sie war einst eine gute Person, bevor sie von der Macht der Sovereign verändert wurde. Ich sollte mich lieber daran erinnern, wie sie früher war. Ja, das wäre vielleicht besser, aber dafür konnte sie ja eigentlich nichts. Meiner Meinung nach ist es Sarens Schuld und ich würde an ihrer Stelle auf Rache sinnen. Wir haben genug Gründe, Saren aufzuhalten. Ich muss nicht auch noch Rache mit auf die Liste schreiben. Benesia hat ihren Weg gewählt, so wie ich den meinen. Ich bleibe bis zum Ende bei Ihnen, Shepard. Das ist aber nett. Erzählen Sie mir etwas über sich, Liara. Über mich? Ich bin leider nicht besonders interessant, Commander. Ich habe den Großteil meiner Zeit bei entlegenen Ausgrabungen verbracht und weltliche Objekte aus schon lange vergessenen proteanischen Ruinen ausgegraben. Ich weiß nicht, ob ich das schon angesprochen habe. Kann sein. Irgendetwas daran muss Ihnen doch gefallen. Ich liebe meine Arbeit. Die verlorenen Geheimnisse der Geschichte aufzuspüren, besitzt einen besonderen Reiz für mich. Sie wurden tatsächlich von funktionierender proteanischer Technologie berührt. Darum finde ich sie auch so faszinierend, Commander. Ja, ich glaube, das hatte ich schon mal. Das klingt irgendwie, als würden Sie mich am liebsten in irgendeinem Labor sezieren. Was? Nein, ich wollte nicht andeuten... Ich wollte Sie nicht beleidigen, Shepard. Ich habe damit nur gemeint, dass Sie ein interessantes Testsubjekt für eine genauere Studie wären. Nein, das ist ja noch schlimmer. Ja, die dreht langsam ein bisschen durch. Die reitet sich immer weiter rein. Aber wir machen jetzt zu verstehen, dass es nur Spaß war. Beruhigen Sie sich, Liara. Ich habe nur Spaß gemacht. Spaß? Oh, bei der Göttin, wie konnte ich nur so dumm sein? Sie müssen mich für eine totale Närrin halten. Jetzt wissen Sie, warum ich meine Zeit lieber mit Daten und Computern und bei Ausgrabungen verbringe. Ich scheine vor anderen Leuten immer nur peinliche Dinge zu sagen.
Bitte, tun Sie einfach so, als hätte diese Unterhaltung niemals stattgefunden. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, Shepard. Ja, aber man merkt irgendwie, sie hofft, dass Shepard wirklich viel von ihr hält. Und bis jetzt ist es mir auch immer irgendwie passiert, dass ich eine Beziehung mit der eingegangen bin. Obwohl ich es auch bei meinem letzten Spielstand nicht wollte, aber dann habe ich irgendwie, das weiß ich nicht, wie es kam. Ich habe einfach irgendwas gedrückt und irgendwann waren wir zusammen. Passiert, ne? Deswegen passe ich jetzt ein bisschen bei der auf, weil ich war, glaube ich, noch nie mit der Ashley zusammen. Und ich finde die halt cool. Die ist zwar ein bisschen rassistisch gegenüber den Aliens, weil sie die nicht wirklich mag. Und die ist so eine Kämpfer-Bitch. Aber irgendwie finde ich die cool. Naja. So, wen haben wir denn hier noch alles? Also Rex, die Dingens und der Garrus. Hallo Rex. Was wollen Sie, Shepard? Die werden mal wieder nix reden. Und warum sind Sie ein Söldner geworden? Dafür gibt es eine Menge Gründe. Oh, doch. Er will wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Nennen Sie einen. Ich musste zum Beispiel unser System verlassen. Ich musste essen. Ich musste überleben. Aha, und warum genau musste er weg? Warum sind Sie nicht geblieben und haben Ihrem Volk geholfen? Ich habe versucht zu helfen und darum musste ich gehen. Wirklich? Was ist geschehen? Ich wurde verraten. Ich war der Anführer eines kleinen Stammes. Wir haben nach dem Krieg versucht, die Ordnung wiederherzustellen. Aber die anderen Stämme waren gegen uns. Sie schlossen sich Yaroth an, einen der wenigen Warlords, die den Krieg gegen die Turianer überlebt haben. Aber er war alt. Und seine Vorstellungen auch. Er wollte den Krieg fortsetzen. Er wollte, dass wir gegen alle kämpfen. Turianer, Salarianer, gegeneinander. Ihm war egal, wie lange dieser Krieg dauern sollte. Solange wir nur kämpften. Klingt ja nicht gerade sehr angenehm. Was hatten Sie damals vor? Ich wollte nur Yara zum Schweigen bringen. Sein ewiges Geschwafel. Ich wollte, dass er aufhört, die Stämme in die Irre zu führen. Aber er konnte nicht verstehen, wie sehr sich die Zeiten geändert hatten. Wir hatten nicht genug Leute für einen Krieg. Und selbst wenn, die Infektion sorgte dafür, dass wir nicht ausreichend Nachwuchs produzieren konnten. Ich sagte allen, dass sie den Krieg vergessen sollten. Wir mussten uns um das Nachwuchsproblem kümmern. Zumindest für die Dauer einer Generation. Und für eine Weile schien es gut auszusehen. Einige der Stämme erholten sich. Das dürfte dem Warlord nicht gefallen haben. Nein, es gefiel ihm nicht. Er arrangierte ein Crush-Treffen mit den anderen Stämmen. Ein Treffen auf neutralem Boden. Er wollte sprechen. Wir trafen uns bei den Hollows, nahe den Gräbern unserer Vorfahren. Wir bewahren die Schädel unserer Toten sichtbar auf, damit wir immer wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen werden. Es ist der heiligste Platz der Kroganer. Gewalt ist hier nicht erlaubt. Ja, klingt wirklich riskant. Klingt für mich wie eine Falle. Das hätte Ihnen auch klar sein müssen. Das war es auch. Aber wenn Ihr Vater Sie zu einem Crush-Treffen einlädt, sogar für uns gibt es einige heilige Gesetze. Ihr Vater? Aha, also war sein Ausbilder und der Commander sein Vater. Krass. Yaroth war Ihr Vater? Ja, das war er. Bis zu diesem Tage. Wir haben damals gesprochen, aber wir wurden uns nicht einig. Als ihm klar wurde, dass ich mich ihm nicht anschließen würde, gab er das Signal. Seine Männer sprangen aus den Gräbern unserer Vorfahren wie untote Kroganer. Meine wenigen loyalen Männer wurden schnell umgebracht. Ich konnte fliehen. Aber zuvor konnte ich noch meinen Dolch tief in meines Vaters Brust versenken. Und darum musste ich gehen. Und darum werde ich nie wieder zurückgehen. Gut, das kann man natürlich verstehen. Sie müssen noch andere Angehörige als Ihren Vater haben. Vermissen Sie sie nicht? Nein. Jetzt, wo ich meine Familienrüstung habe, gibt es nichts mehr zu tun für mich. Tja, und die hat er dank uns. Bis dann, Rex. Shepard. Aber da haben wir echt viel über Rex erfahren. Der öffnet sich langsam ein bisschen. Am Anfang wollte er ja gar nicht mit uns reden. So, jetzt kommt die Hauptperson hier. Hallo, Ashley. Oh, warte mal. Du hast gesagt, du dienst jetzt unter Shepard? Der war neulich in den Nachrichten. Ziemlich schnuckelig. Bis später, Schwesterchen. Sag mir, dass du das nicht gehört hast. Hey, die spricht mich sogar mit du an. Wer war denn das? Deine Schwester, nehme ich an. Bis ich nach Hause komme und sie umbringen kann. Das ist Sarah. Sie ist die Jüngste. Ich bin überrascht, sie hier zu sehen.
Ich dachte, sie wären bei... Wie war doch gleich ihr Name? Zoni? Aha, wird sie langsam ein bisschen eifersüchtig? Liara, wie kommen Sie denn auf die Idee? Laut der Gerüchteküche stehen sie auf sie. Ich kann mir auch denken, warum. Aufgrund der Vorschriften in Bezug auf die Verbrüderung fällt die Crew ja wohl flach. Und sie sieht zumindest aus wie eine Frau. Du auch. Die ist tatsächlich eifersüchtig. Ich glaube, da könnte was laufen. Denken Sie, ich würde mich nur für Liara interessieren, weil sie die Einzige ist, mit der ich mich treffen darf? Sie sind also an ihr interessiert. Natürlich, das ist doch alles Politik. Die Tochter einer Alien-Diplomatin. Haben wir jetzt den Befehl, uns mit den Käferaugenmonstern anzufreunden? Was liegt an? Sie sind doch nicht hier, um sich meine Privatgespräche anzuhören. Ja, sie ist tatsächlich ein wenig eifersüchtig und auch sauer direkt. Also steht sie wahrscheinlich auf uns. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ihre Familie scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Ja, wir haben uns schon immer sehr nahe gestanden. Besonders meine Schwestern und ich. Da mein Vater so oft weg war, half ich meiner Mutter, sie aufzuziehen. Oh, das ist aber lieb von ihr. Oh Gott, wir können so viel fragen. Erstmal wie die Schwestern. Sie haben mehr als eine Schwester? Klingt nach einer großen Familie. Ja, ich bin die Älteste. Dann kam Abby und dann Lynn. Sarah ist die Jüngste. Sie geht noch zur Schule. Mein Vater sagte immer, er fühle sich bei 4 Mädchen zu Hause öfter unterlegen als bei Manövern. Das kann ich mir vorstellen. Hat Ihr Vater bei der Flotte gedient? Ja. Er hat jeden Scheißposten angenommen, der ihm angeboten wurde, nur um in den Weltraum zu kommen. Er hat sich den Arsch aufgerissen, um etwas Anerkennung zu bekommen. Aber er kam nicht über den Soldat dritter Klasse hinaus. Er war unglaublich stolz, als ich Chief wurde. Als erstes hat er vor mir salutiert. Wo sind Sie aufgewachsen? Überall. Bevor ich die Grundschule abgeschlossen hatte, waren wir bereits ein halbes Dutzend Mal umgezogen. Man geht dahin, wo einen das Oberkommando hinschickt, nicht wahr? Darum stehe ich meinen Schwestern wahrscheinlich auch so nahe. Wir mussten unsere Freunde alle 2 oder 3 Jahre wieder verlassen. Ach, das ist bestimmt scheiße. Das gibt's ja, glaube ich, auch in echt, wenn sich Leute so dem Militär verschreiben. In unterschiedlichen Kategorien davon. Die werden dann hin und her geschickt. Naja. Was ist mit Ihrer Mutter? Sie haben sie nie erwähnt. Sie wissen doch bestimmt, wie Ehefrauen von Militärs so sind. Sie sind stark, weil sie es sein müssen. Sie müssen die Kinder großziehen, während der Mann auf 6-monatige Dienstreisen geht. Sie hat einen Abschluss in planetarer Geologie. Sie wollte wie mein Vater neue Welten entdecken. Aber sie hat ihre Karriere aufgegeben, um uns großzuziehen. Naja, das ist ja, hat sich ja nicht so viel geändert in der Zukunft. Das ist ja heute auch noch so. Wenn die Soldaten nach Afghanistan ziehen oder so, müssen ihre Familien zurücklassen. Kann man alles wunderschön in dem Film American Sniper sich angucken. Ist ein wirklich guter Film auf einer wahren Begebenheit. Ja. Ihre Schwestern reden immer noch mit Ihnen, obwohl Sie sie mit aufgezogen haben. Erstaunlich. Zwischen Sarah und mir hat es eine Weile lang ziemlich gekriselt. Dann haben wir uns vertragen. Mhm. Und warum? Klingt ziemlich interessant. Möchten Sie es mir erzählen? Sarah hatte einen Freund, der die Sache schneller angehen wollte als sie. Mike. Sie hielt ihn für keinen üblen Kerl. Er setzte sie aber unter Druck. Lynn schickte mir diese besorgten Videonachrichten. Und ich sagte ihr, sie solle sich beruhigen. Okay, und was für Videonachrichten? Wo waren Sie, als das alles passierte? Ich war im aktiven Dienst. Sarah machte in dem Jahr ihren Schulabschluss. Das ist alles erst einige Jahre her. Sie waren auf Amaterasu. Ich war damals auf Chernobog stationiert. Ist derselbe Cluster, aber ein Dutzend Lichtjahre entfernt. Nah genug, um regelmäßig miteinander zu reden, aber zu weit weg, um im Notfall schnell hinfliegen zu können. Ich konnte mir keinen schnellen Flug leisten. Ist Amaterasu nicht eine japanische Gottheit oder so? Ich weiß es nicht. Das klingt, als wäre dann etwas passiert. Mike hatte mit ihr einen romantischen Spaziergang im Wald gemacht. Er war nämlich der Ansicht, es wäre Zeit, dass sie es endlich tun. Also schleuderte sie Mike in den nächstbesten Baum und rannte weg. Sie hatte nicht mal einen Kratzer. Gut, dass unsere Eltern uns alle Selbstverteidigung gelehrt haben. Ich ließ mich ein paar Tage beurlauben und brachte Sarah zur Schule. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Sie sagten, alle ihre Schwestern hatten Selbstverteidigungskurse. Lynn hatte sogar Schießunterricht, aber das gefiel mir nicht. Sie ist ziemlich nervös. Sa machte Aikido.
Abby entschied sich für das Schwert. Sie war schon immer ein wenig seltsam. Sie mag riesige Röcke und Blusen, in denen man sie suchen muss. Allerdings schmeicheln sie ihrer Figur. Und was ist mit dir? Wir müssen ja auch etwas über unsere Zukünftige erfahren. Und was haben Sie gelernt? Ein Freund meines Vaters hat mir beigebracht, wie Marines kämpfen. Ja, okay. Sorry. Das wollte ich nicht. So, was ist denn aus Mike geworden? Ist irgendetwas passiert, während Sie zu Hause waren? An meinem letzten Tag dort hat Mike auf uns gewartet. Sarah hat es ihren Freunden erzählt. Daher wusste in der Schule jeder, was er getan hatte. Er war nicht sehr glücklich darüber. Ich hätte ihn am liebsten in der Luft zerrissen. Aber Sarah blickte mich auf diese ganz bestimmte Weise an. Diese, lass mich das erledigen, ich muss das allein machen, Weise. Sie blieb ganz cool, als er sie anschrie. Sie ließ ihn einfach gewähren. Dann versuchte er, sie zu schlagen. Ich schwöre Ihnen, sie flog nur so um ihn herum. Dann lag er auch schon mit dem Gesicht nach unten auf dem Bürgersteig und alles war voller Blut. Nicht schlecht, eine richtige Martial-Arts-Expertin anscheinend. Das ist unglaublich. Sarah muss ebenso gut sein wie sie. Sie ist besser. Ich schlage im Grunde genommen immer nur geradeaus. Als er ausholte, war sie schon gar nicht mehr da. Und er fiel hin. Sie half ihm, die Blutung zu stoppen und ließ mich einen Krankenwagen rufen. Sie sagte den Sanitätern, er wäre hingefallen. Bevor man ihn ins Krankenhaus brachte, berührte Mike Sarahs Arm. Ich dachte schon, er würde gleich wieder am Boden liegen. Aber er ließ den Kopf hängen und flüsterte, es tut mir leid. Und dann fing er an zu weinen. Und sie nahm ihn in den Arm. Wir Williams-Frauen sind ziemlich entschlossen, Commander. Wenn wir bereit sind, tun wir die Dinge einfach. Nicht früher und nicht später. Okay, muss ich mir merken für die Zukunft, wenn wir die jemals betrügen sollten oder sie uns verlässt oder streiten, dann lieber aus dem Weg gehen. Weil sonst boxt sie uns um. Was hat Ihr Vater während der ganzen Zeit gemacht? War Ihre Familie nicht in seiner Nähe stationiert? Mein Vater wollte immer im All dienen. Doch er bestand darauf, dass wir richtigen Boden unter den Füßen haben. Er sagte, der Weltraum ist schön, aber man kann dort keine Familie gründen. Ich kann nicht rasten vom Reisen. Ich will das Leben trinken, bis zum letzten Tropfen. Ich habe es jederzeit sehr genossen, habe sehr gelitten. Sowohl mit denen, die mich liebten, als auch allein. Denn ständig umherziehend mit hungrigem Herzen, habe ich viel gesehen und kennengelernt. Städte der Menschen und Gebräuche, Klimazonen, Ratschlüsse, Regierungen. Was ist das für ein Mist? Es ist poetisch. Tennis, von einem Tennisen, so wie es. Wir können ja mal mit unserem Wissen protzen, noch so tun, als würden wir ihn kennen. Ich habe nämlich keine Ahnung, wer das ist. Ich wusste nicht, dass Sie klassische Literatur mögen. Ulysses war das Lieblingsgedicht meines Vaters. Jedes Mal, wenn er wieder weg musste, ließ er es mich vorher auf Band sprechen. Am Ende hat er bestimmt ein Dutzend Versionen. Mag er es heute auch noch? Das hoffe ich. Ich lese es immer laut an seinem Grab, wenn ich nach Hause komme. Mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Aber er wacht bestimmt immer noch über uns. Also, benehmen Sie sich. Das tut mir leid. Da unten steht zwar, ja sicher tut er das. Da weiß man jetzt nicht, wie er das meint, ob er das wirklich so mitgefühlmäßig meint oder ob es ironisch, ja klar, er wacht über euch. Deswegen drücke ich das lieber nicht. Sie meinen von dem Ort aus, an dem wir uns nach unserem Tod aufhalten? Genau, Skipper. Er ist jetzt bei Gott. Sie haben doch kein Problem damit, oder? Dass ich an Gott glaube. Nö, nicht so wirklich. Jeder hat das Recht zu glauben, an was er will. Das steht auch in der Charta der Allianz, nur in schöneren Worten. Ich bin froh, dass Sie in der Beziehung aufgeschlossen sind. Mir sind schon viele Leute begegnet, die mit meinem Glauben nichts anfangen konnten. Kann ich nicht an eine höhere Macht glauben, nur weil ich im All arbeite? Mann, hallo? Haben diese Leute denn noch nie aus dem Fenster gesehen? Wie kann man sich diese Galaxis ansehen und nicht an irgendetwas glauben? Ich sollte lieber wieder an die Arbeit gehen. Ich wollte Sie auch gar nicht so lange aufhalten, Commander. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht. Das war ein echt langes Gespräch, aber wir haben wirklich viele interessante Sachen über sie erfahren. Ich frage sie trotzdem nochmal, ob sie hier noch irgendwas zu reden hat. Wie lautet deine Meinung über unsere letzte Mission? Du meinst die Rachni, nicht wahr? Die Rachni sind, wie gesagt, gefährlich. Das haben sie schon vor 2000 Jahren bewiesen. Ich denke, es war ein Fehler, sie gehen zu lassen. Aber es war nicht meine Entscheidung, es war deine. Du solltest wirklich mal mit Zoni über ihre Mutter reden. Sie muss sehr traurig sein.
Ich wollt's nur erwähnen, Skipper. Habe ich ja schon versucht, aber sie will ja nicht. Wir unterhalten uns später, Williams. Ich freue mich schon darauf, Skipper. Okay, das war jetzt ein echt langes Gespräch und zwei Leute haben wir noch, Garrus und Tali. Ja, Tali, ich kann die Namen nicht mehr. Und ja, ich würde aber sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Und ja, bis dahin war es das erstmal mit Mass Effect. Danach den beiden Gesprächen mit denen machen wir uns dann wieder auf neue Abenteuer. Und ja, dann geht's weiter. Also bis dann. Ciao.